War doch nur Hunde, ich weiß nicht. Ja, die könnt ihr doch nicht mitten in der Stadt liegen lassen. Wieso waren es deine? Glaube ich nicht. Ich denke jetzt nicht, wo das Problem liegt. Irgendwelche Ratten oder andere Viecher werden kommen und die auffressen. Genau. Ratten. Ja. Und jetzt. Ja. Ich will ja nicht sagen, aber haben wir vielleicht andere Probleme, als dass jetzt hier Ratten hinkommen? Eventuell. Denke. So, dann schiebt doch mal auf und zeigt uns, was ihr da habt. Ja, ja. Komm, Raffi, helf mir mal mit dem Tor. Ja, mit einer großen Geste öffnen wir das Tor. Ja, ihr könnt dort im Dunkeln das öffnenbare, das zu öffnende Dach ist natürlich wieder verschlossen worden, damit es da nicht reinregnet. Könnt ihr dann in die dunkle Lagerhalle hineinblicken und seht dort die Umrisse eines Schiffes, was dort liegt. Eine große Plane, die am Boden liegt, mit vielen, vielen verschiedenen Seilen drumgewickelt und ja, einen großen metallenen Apparat, der hinten am Heck des Schiffes angebaut worden ist. Das ist das Ding. Man weiht ja Schiffe ein, gibt ihnen Namen. Ich glaube, das sollten wir ja auch tun. Also ich würde das Ding ganz gerne Fexlieb nennen. Hat der Renoir dem doch Schiff gut keinen Schiffen, Namen gegeben? Mit den Namen von Schiffen. Was mit Namen von Schiffen? Ich habe das gar nicht ganz verstanden. Ich dachte, Karina war doch immer gut darin. Ja, ich will das Ding, Karina hat das Ding ja nicht gebaut. Er ist ja nicht der Besitzer. Du hast das Ding auch nicht gebaut. Klar habe ich das Ding fertig gebaut. Das Ding war ja nicht fertig. Und Leo war nicht gerade hier und dann ist es denn auch nicht? Wir eine gute Flasche Wein. Ja. Wollen wir das Ding nicht erstmal ausprobieren, bevor wir uns über einen Namen streiten? Vielleicht fliegt es ja auch gar nicht. Oder stürzt ab. Ja, genau, das kann es auch tun, aber selbst wenn es abstürzt, soll es einen Namen haben. Also ich bin eigentlich für Fixlieb. Finde ich auch gut. Ach, tut, was ihr wollt. In der Götternamen, bitte. Wird schon hinhauen. Los, kommt alle auf die Fexlieb und ich werde dann gucken, dass wir jetzt gleich starten können. Ihr müsst mir aber helfen. Der erste Anfang ist nicht ganz so einfach. Wir müssen da oben dieses Stoffseilkonstrukt müssen wir da oben an den Kran hängen, damit das Ding sozusagen über dem Ding ist. Dann müssen wir das Ding jetzt hier mit Kohlen sozusagen aufblähen lassen, beziehungsweise dass es größer wird. Und dann müssen wir sozusagen die Lagerhalle öffnen und gleichzeitig das Ding vom Haken lösen. Das ist so ein bisschen. Na, sagen wir, das muss gleichzeitig geschehen, aber das werden wir schon schaffen. Ja, mach einfach, dass es fliegt. Ich drehe erstmal an das Schiff ran, wo ich hochklettere, klopfe erstmal auf das Holz. Hört sich das vernünftig an? Es klingt nach Holz, also nach massivem Holz. Und es macht auch einen flugfähigen, schwimmfähigen Eindruck? Zurzeit nicht. Also schwimmfähig, ja, aber flugfähig, ja. Du siehst wieder wohl Ömer an verschiedenen Haken herumdoktort und irgendwas zieht und über dir öffnet sich dann nach und nach der Himmel, also das Dach wird dann geöffnet und ja, ihr könnt dann nach oben in den grauen Himmel blicken. Ich brauche mal bitte zwei Mechanikproben von zwei verschiedenen Leuten. Der Motor immer wird das eine machen. Kann man das auf Seefahrt ableiten? Dreht und zieht Hebel und schaut unser Mechanikgelang. Wo ist er denn? Moment, ich muss gerade überlegen. Also Seiler wäre auch noch eine Idee, aber das wirst du wahrscheinlich auch nicht haben. Fesseln in Fesseln wäre sonst eine plus 5. Ich könnte noch eine Mechanikprobe, aber. Ja, mach besser wird's nicht. Oh, doch! Yeah! Nein! Wofür bezahlen wir dich eigentlich? Ja, wir nicht. Ja, frag mich mal warum. Du hättest auch probieren können mit einer Blätter auf plus 5, aber. Mechanik nicht. Ja. Fliegt's denn erstmal? Ja, also während Ömer da gerade das Dach öffnet und dann verschiedene Seile zieht, könnt ihr dann sehen, wie Abel mir herantritt und dann ebenso versucht, dann auf der gegenüberliegenden Seite das Ballontuch dann eben so zurechtzuziehen und. Ja, während du ziehst und ziehst, Ömer, du hörst das vertraute Geräusch, wie Stoff reißt. Was war das? Das solltest du nicht tun. Wo ist es passiert? Moment. Ja, Abelmir zieht weiter und weiter und es reißt und reißt und reißt. Sollte es dieses Geräusch machen? Nein, auf gar keinen Fall. Das könnte sein, dass wir abstürzen. Moment. Soll ich loslassen?
Ja, lasst, haltet da fest, aber nicht weiterziehen. Lasst mal gucken, wohin das führt. Und Ömer scheint so ein bisschen auf die Reling zu steigen, in die Wanden ein, zwei Füße zu heben und hochzuklettern, um zu gucken, wo das Seil denn hinführt, was Ratsch gemacht hat. Ich hätte ja nicht gedacht, dass er abstürzt, bevor wir losfliegen. Vielleicht gehört das ja so. Also ich meine, vielleicht muss es da oben gerissen werden, damit es dann die Luft reingeht. Nein, ich weiß, wie sich anhört, ein Segel reißen. Das ist nicht gut. Und das ist ja kein Segel im eigentlichen Sinne, denke ich. Ich glaube auch nicht, dass das gut war, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das Prinzip ist dasselbe, oder? Aber zum Glück ist da Boden passiert, nicht in der Luft. Und ich war ja nicht auf so vielen Schiffen im Laufe meines Lebens, Karin, nur, aber es sieht nicht so aus, als würde sich da oben gut Wind drin fangen. Ja, wenn Ömer mal nach oben steigt, das hat tatsächlich eine ganze Menge Ähnlichkeit mit einem Schiff. Auch sowas wie ein Segel kann man fast erkennen oder vermuten. Zumindest der Hochseespezialist würde das dann hier eben ableiten können. Ja, hier ist auf alle Fälle das Ballontuch gerissen und das müsstest du jetzt auf einer guten Höhe, müsstest du das jetzt reparieren. Ich brauche also eine Kletternprobe und eine Schneidernprobe, beides plus 7. Ja, denn ja, Abelmir hat, wie gesagt, da so ein bisschen am falschen Seil gezogen und da oben gab es wohl eine scharfkantige Metallstelle. Die hat jetzt leider dafür gesorgt, dass da das Ballontuch eingerissen ist. Währenddessen können die anderen sich, während Ömer dann nach oben klettert und dann mit einem, mit so einer Nadel im Mund klettert er da hoch und versucht dann nach und nach da anzukommen. Und die Stelle rutscht fast ab, kann sich dann auch mit einer Hand in der Luft halten. Und zieht sich dann wieder nach oben. Sehr fast so aus, als ob er da aus einer Höhe von 5 Metern dann auf das Deck geklatscht wäre. Und macht sich dann da wieder dran, dass er das dann mit einem Blick zur Abelmir kann er das dann reparieren. Ansonsten, ihr könnt nach und nach dann den Ofen anheizen, um dann warme Luft zu erzeugen. Das wird sowieso dann 35 Minuten, so eure Einschätzung, dauern, bis dann der Ballon gefüllt ist. Ja, könnt ihr den Ofen auf alle Fälle schon mal anheizen. Die warme Luft, die dann im Verlauf aufsteigt, wird ja noch erst einmal durch das Ballontuch immer entgegenströmen. Aber wenn dann nach und nach die Sachen verdichtet sind, kannst du dann auch durch diese warme Luft auch entdecken, wo dann vielleicht noch die ein oder anderen Stellen zu finden sind, wo es dann noch durch dichtet. Und dann nach 40, 45 Minuten seid ihr soweit, dass der Ballon sich aufgebläht hat. Um euch herum, wenn immer dann wieder runterklettert, könnt ihr dann sehen, wie hier wohl eine ganze Menge Sandsäcke hängen, die wohl für den Abwurf bestimmt wären. So, was für Waffen sind? Was müssen wir tun? Und ich denke, so. Erst einmal müssen wir es hinausschieben. Sind das Geschosse? Nein. Wir fliegen einfach aus dem Dach heraus, nach oben. Aus dem Dach? Ja, deswegen ist das Dach ja auf. Genau, Raffi, mach dir nochmal ganz kurz vorne die Tür zu, nicht, dass jemand hier reingeht und Ja, warte. Ja. Mach dir die Tür zu. Wie wir das Ding wieder landen? Ach, das ist doch egal, wir fliegen jetzt erstmal nach oben. Im Notfall reißt die einfach ein Loch hinein und dann geht die ganze Luft raus und so wie ich Answin verstanden habe, werden wir dann zu Boden sinken. Genau, aber wenn wir das nicht machen, werden wir einfach nur abstürzen. Sagt er nicht was von warmer Luft? Müssten wir nicht runtergehen, wenn sie einfach kalt wird? Was tun wir, wenn ein Körkel sich da oben drin ihr wisst schon, beißt? Ja, wir benutzen das ja nicht, um da hoch zur Festung zu fliegen. Wir benutzen das jetzt nur, weil das cool ist. Sollte hat jemand hier nicht Raffimis Vorschläge? Vielleicht sollten wir Abel wieder oben hinsetzen, dass er einen Guardiano macht. Ihr wollt mit dieser alten Klapperkiste da hochfliegen? Die werden uns aus der Luft schießen. Na, ich denke, wie sie zuerst aus der Luft schießen. Die haben eine riesige fliegende Festung und wir haben das da. Das da hat nicht mal Waffen, außer Sandsäcke. Vielleicht brauchen wir eine Ablenkung. Das hat vorne wäre Platz für eine Harpune. So, jetzt, Jalan, würdet ihr mal bitte hier mit dem Dolch hier, da die drei Sandsäcke auf eurer Seite, die festgemacht sind, niederschneiden? Und, Abelmir, ihr die drei Säcke auf eurer Seite? Ach nein, Abelmir, setzt euch einfach dahin. Ja, hier auf das Ding und jetzt die Füße da rein und strampeln, genau. Isarum, würdet ihr das bitte losschneiden? Ich möchte Abelmir jetzt nicht noch mit Losschneiden beschäftigen. Ganz vorsichtig die Pedale mal antesten. Ja, viel Widerstand und dann merkst du wohl, wenn du fester trittst, dass hinter dir sowas wie ein Propeller angetrieben wird, der dann aber sehr, sehr langsam dann, ohne das Schiff irgendwie zu bewegen, durch die Luft schneidet. Ich warte bloß auf dieses übliche Knirschgeräusch irgendwie, oder Knackgeräusch. Es geht da nichts kaputt weiter, gut. Dann. Ja, aber mir genau so und jetzt gleich ein bisschen schneller, aber jetzt noch nicht. Wir müssen erstmal zur Halle raus, ansonsten ditschen wir an.
So, und jetzt gewinnen wir langsam an Höhe. Oh, es geht. Ja, schön. Ja, ein Rucken geht durch das Schiff. Ihr müsst euch alle mal ein bisschen festhalten an der Reling oder an den Bänken, auf denen ihr gerade sitzt. Und dann spürt ihr das Gefühl von Schwerelosigkeit. Ihr werdet so ein bisschen dann vom Erdboden abgehoben. Ja, und könnt dann sehen, wie ihr mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von 3 langsam den Boden verlasst. Garas, wie geht das Ruder? Bis jetzt musste ich es noch nicht groß benutzen, aber es sieht fast wirklich aus wie ein normales Schiff von hier aus. Aber mir, tritt mal schneller. Wir kommen ja gar nicht mit. Jo, ich gebe mein Bestes. Rafim, helf doch mal. Tritt doch mal mit. Und ja, aber mir, kommen wir beide machen das jetzt mal. Ja, richtig Gas, aber mir. Gas muss dahinter. Jalan, ich glaube, ihr müsst vorne ans Bug gehen, damit ihr besser sehen könnt, wohin wir fliegen sollen für Befehle. Ich stelle mich mal vorne hin und schaue erstmal über die Reling. Wir sind schon ziemlich weit oben. Reicht das nicht erstmal? Nein, wir wollen ja noch höher. Ja, du siehst gerade, wie du über dem Dach auftauchst und jetzt kannst du die ersten anderen Dächer von Mylas Grund erkennen. Ihr hebt euch weiter in die Höhe und so langsam... Ja, hat irgendjemand von euch Höhenangst? Das würde jetzt natürlich voll und ganz triggern. Du kannst vor dir entdecken die Krähensteine, da wo die Hexen von der Sage nach leben. Du kannst den Chor-Tempel erkennen, die große Stadtmauer, höher und höher geht es. Du kannst das Romulyser Tor erkennen. In der Entfernung, das muss viele, viele hunderte von Meilen weg sein. Ach, so müssen sich Vögel fühlen. Du kannst den Raya-Tempel erkennen und auch den Praios-Tempel der priesterkaiserseitigen Noralexakrale. Puh, seid ihr hoch. Aber mir schneller. Dann wir können schneller. Das Abestreu nennen. Hey Rafim, 2 Dukat, dass ich das Ding heil wieder landen kann. Ich sag 4, wir stürzen ab. Wir steigen noch mit ein, kommt schon. Die halte ich, 4, dass wir heil landen. Eigenen Tod? Ihr seid da verrückt. Ach, 4, dass wir abstürzen, da stelle ich auch drauf. Ich hoffe, dass keine schießwütigen Zwerge uns sehen. Aber mir, tritt du mal alleine weiter, ich will ein bisschen gucken gehen. Und deswegen haben wir extra das Greifenbanner unten dran gehängt. Nun, zeigen wir der Stadt mal, was wir haben. Karinor, Backbord! Hi! Iserun denkt gerade zurück an ihr Inra-Blatt. Tu den ersten Schritt, Luft 3. Fluggeräte oder Flugartefakte. Was auch immer dieser Mann auf dem Konvent, beziehungsweise in der alten Residenz gesagt hatte, irgendwo hat dieses innere Blatt ja doch recht. Und dann, verlasst ihr tatsächlich auch diese Lagerhalle 42 und schrappt so ein bisschen über, mit der Geschwindigkeit, die ihr jetzt habt, schrappt ihr so ein bisschen dann über den Rest, also dass es da so ein bisschen knirschendes Holz von eurem Schiff gibt und ein Teil der Lagerhalle eingerissen wird, eingedrückt wird. Und das war Absicht. Ja, dann brauche ich mal bitte eine Fliegenprobe, um die Richtung zu ändern. Ansonsten fliegt ihr von der Stelle, wo ihr seid, erstmal in Richtung Süden. Wer hat Fliegen? Kann man das auf Seefahrt ableiten? Plus 10. Ja, ich leite ab. Und diejenigen, die gerade reintreten, die können eine Boote fahren Probe plus 5 ablegen, um dann mit den Pedalen hinter sich den Propeller zu bedienen und dann mit einer sagenhaften Geschwindigkeit von 2 in Richtung Süden sich zu bewegen. Ich habe gar kein Boot fahren. Hast du Seefahrt? Nein. Dann würfel mal eine Körperkraft plus 7. Also ich habe es nicht geschafft. Sehr gut, aber mir. Athletik sein, weil das ja wie so eine Art Kraftakt ist? Ja, aber auch plus 10. Ich glaube, wir bewegen uns nicht wirklich. Ist das normal? Also es ist tatsächlich, es ist ziemlich schwer, diesen Adler von Leonardo zu bewegen. Ihr habt noch viele weitere Sandsäcke neben euch. Immer mal wieder könnt ihr mehr und mehr Sandstecke runterschneiden, um dann wieder mit einer Geschwindigkeit von 3 aufzusteigen. Also nicht wirklich schnell und nachdem ihr euch da so ein bisschen mit den Pedalen angefreundet habt, erstmal in verschiedene Richtungen getreten habt, mit einer Geschwindigkeit von 2 Metern pro Sekunde in Richtung Süden fliegen. Ich muss gerade mal gucken, ob ihr... Aber mir, lass mich mal dahin, ich trampel mal. Ja, gerne. Oh, meine Oberschenkel brennt schon.
Liegen hat, wie gesagt, keiner von euch. Und ja, ihr ruckt an verschiedenen Hebeln. Kurzzeitig sinkt ihr wieder ab, was euch dann einen unglaublichen Schrecken gibt, weil irgendjemand da wohl gerade ein bisschen Luft abgelassen hat, bis dann wieder Luft nachgeheizt hat und ihr dann wieder höher und höher kommt und dann so langsam die Richtung, ja, zeitlupenartig dreht ihr dann in Richtung Gareth und in Richtung der Krähensteine. Also das ist ja ganz lustig, aber ich glaube nicht, dass das ein besonders nützliches Ding für den bevorstehenden Kampf ist. Wir brauchen einfach noch 3 oder 4 wahnsinnige Torwaller hinten drin, die ordentlich strampeln können. Ja, ich glaube auch, dass ein paar gute Torwaller da echt mehr rausholen als wir. Ich glaube, wir sollten uns einfach vom Wind treiben lassen, das würde ich ja so nix. Lass mich mal gucken gehen. Ja, der Wind, wenn man es wie eine Strömung benutzt, ich bräuchte irgendwie so eine Flagge vorne dran, damit ich sehen kann, woher der Wind kommt. Ja, dann versucht aber da vorne das Ding, das könnte vielleicht ein Segel sein. Ich habe das so konzipiert, so wie es vielleicht benutzen könnte, aber ich war mir nicht sicher. Ich hoffe, es zieht uns nicht runter. Löst das Ding doch mal. So, ich setze mal das Segel vorne. Das kann ich einmal hin. Ja, könnte sowas wie ein Fockmast sein. Wie gesagt, mit diesem Ballon über euch und dem Mast vor euch. Ui, ja, ziemlich viele noch mehr Seile, als ihr eigentlich schon auf hoher See habt. Aber mit der Expertise von Jalan. So, jetzt müssen wir ein bisschen Wind reinkriegen. Dreht ihr das Schiff weiter und ja, tatsächlich, mit etwas mehr Geschwindigkeit und dem Wind um euch herum, um eure Nase. Ihr guckt nochmal über die Reling hinüber und es ist schon, die Menschen unter euch wirken ziemlich klein. Wie Ameisen. Auch wenn ihr nur kurz neben den Dächern schwebt, aber das hat bisher noch kein Aventurier bisher getan. Und ja, die ersten paar Leute, die ihr dann unter euch sehen könnt, irgendwelche Leute, die dann an dem Fluss stehen, an dem kleinen Flüsschen und da dann gerade irgendwie Eimer mit Scheiße entleeren oder ja, Bier brauen, was auch immer sie da tun, irgendwelche Fleischabfälle entsorgen. Ihr seid hier, wie gesagt, immer noch so ein bisschen im Armenviertel. Denkt nochmal so ein bisschen zurück an Ragnar, der mit seinen beiden Eseln und seinem merkwürdigen Kanu herumgefahren ist. Das ist schon, ja, doch noch ein bisschen exotischer, was ihr jetzt gerade habt. Und ja, so könnt ihr dann an den Krähenstein vorbeiziehen in Richtung, ja, Chor-Tempel, zwischen Chor- und Raya-Tempel hindurch. Wird dann auch neben euch Bewegung sehen, wie da wohl die verschiedenen Türme der Stadtwache. Die Stadtwache selber gerade wenig besetzt, aber sie zeigen jetzt auch gerade mit ihren Fingern auf euch. Ihr könnt sowas wie Alarmglocken hören, niemand kann das gerade einschätzen und ja, viele verschiedene Rufe über euch, über euch ist niemand, aber unter euch auf alle Fälle erstaunen. Ich winke huldvoll wie die Kaiserin. Ich bleib in der Mitte des Mastes, also des Boots und näher vom Mast irgendwo stehen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt runter gucken. Ich nehme mir ruf irgendjemand runter, dass wir jetzt wie die Guten sind, nicht, dass sie uns runterholen mit diesen komischen Vögeldingern. Ich will ja schon die Fahne! Oh, habe ich das vermisst, ein Schiff zu steuern? Sollten wir nicht dieses Banner entrollen jetzt? Macht ja doch schon. Schneid das mal los, hilf mir da drüben. Ja, aber wenn wir das jetzt entrollen, dann hängt das doch an den ganzen Häusern fest. Wir müssen noch ein bisschen höher. Leg mal ein bisschen Feuerholz nach, doch. Warum überhaupt Holz? Sollen wir da nicht Kohle draufschmeißen? Ach, scheißegal, Hauptsache irgendwas. Da ist auch Kohle drauf, lass dir nichts erzählen von dem Schwertschwinger. Ja, steigen wir jetzt nochmal auf hier? Ich kann ja nur auf die Dächer springen. Das ist doch nix. Ach, so ein Zwerg am Ofen wäre jetzt echt was Tolles. Ich schau noch mal etwas Kohle. Suspekt über die Reling, dann zu Rafim. Tu sie aber nicht. Kann ich einschätzen, wie hoch wir jetzt schon sind? Ja, du hast einen inneren Kompass, ne? Ja. Ungefähr. Ja, wahrscheinlich 20 Meter. Das ist noch nicht wirklich hoch. Also da seid ihr dann ungefähr auf der Höhe, wo jetzt der Turm von der Priorskirche oder sowas aufhört. Also irgendwelche hohen Hochhäuser oder sowas, das wird dann nicht mehr auf dieser Etage sein. Aber das ist halt nicht auf der Höhe, wo die Festung war, aber das geht schon gut. Noch ein paar Säcke los da hinten. Ja, ich gehe zum Ofen und schnapp mir die Kohleschaufel und schaufel ordentlich Kohle nach. Glaubst du wirklich, wir sollten jetzt die Säcke abschneiden? Wenn wir das machen, dann fallen die den Leuten vielleicht auf den Kopf. Deswegen machen wir das ja, bevor wir da sind, wo Leute sind. Wir sind über der Stadt! Guck dich doch mal um! Wir sind überall, Leute!
Keine Sorge, das ist wahrscheinlich richtig. Ich steuere uns schon richtig. Unter euch könnt ihr die zahlreichen Alchemisten erkennen, die jetzt hier gerade im Park von Kaiser Raul mit dem Wasser des Effa-Tempels immer noch dabei sind, Waffenbalsam zu brauen, um damit dann die verschiedenen Leute auszustatten. Ihr könnt dann auch auf den verschiedenen Plätzen erkennen, wie hier immer noch die 8 Märtyrer stehen, beziehungsweise die Propheten dieser Märtyrer, und da dann den Leuten erzählen. Jetzt könnt ihr auch gerade sehen, wie sie dann oben auf diesen Kisten, auf denen sie hier stehen, oder auf diesen Holztribünen, sie deuten auf euch, heizen die Masse auf und reißen ihre beiden Hände in die Höhe und jubeln euch zu. Gibt ein bisschen weitere Erzählung von denen und Iserun winkt weiter huldvoll aus diesem Gefährt raus. Ihr bekommt viele neidische Blicke von Kindern, von irgendwelchen Mägden, von irgendwelchen Bauern. Ah, Freiheit. Oh, Kalinor, schlag mal ein bisschen Steuerbord ein. Wir machen jetzt eine Runde und dann landen wir bei der Residenz. Weiß jemand, wie viel Kohle wir brauchen? Wie viel haben wir denn? Der halbe Ofen ist schon voll. Ja, mehr! Gut. Leg nicht zu viel rein, wir wollen auch immer wieder landen. Ja, irgendwann. Wir müssen das doch mal genießen hier. Ja, ich schaufel weiter. Ja, das ist klar. Gib mir nochmal eine Mechanikprobe. Schauen wir mal, ob euch der Kessel in die Ohren fliegt. 20 Meter, das geht schon stifflich werden. Das geht ja sogar. Ja, irgendwo aus dem Kessel tritt so ein Dampfstrahl heraus und verbrüht Abel mir gerade das Gesicht, als er mal nachguckt. Abel mir, du bekommst 2-6 Trefferpunkte. Und Ömer, du kannst sehen, wie über dir wohl gerade noch so ein paar Nähte gerissen sind, kletterst da wieder hoch und musst dann nochmal ein bisschen nachbessern, nochmal nachschneidern. Hast aber genug Tuche da, während Abel mir mit seinem hochroten Kopf da gerade sich irgendwie Schluck Wasser oder sowas aufs Gesicht kippt, bis er dann so ein bisschen abkühlt. Musste keine Wunde notieren, tut aber trotzdem weh. Ich glaube, er verzürnt. Ich glaube, das ist genug Kohle. Abel, mir hört auf damit. Strampelt lieber, auch wenn das nichts bringt. Aber lass mich hier das Ding flicken und dann kümmere ich mich um den Ofen. Okay, gut. 20 Meter schafft es. Das ist dann nicht hilfreich. Das Ding hat übrigens ein Loch. Der Ofen, also, meine ich. Ach so, ja, das ist nicht gut. Höher wird es ja wohl gehen. Wir brauchen nur mehr heiße Luft. Ja, aber das hat mich doch gerade probiert. Wir brauchen ein bisschen Geduld. Das Ding ist nicht so schnell im Steigen. Wenn wir die Säcke losschneiden... Naja, aber dann fallen die den Leuten auf den Kopf. Das habe ich hier. Ich schneide die wohl los, soll ich? Ja, kannst du doch losschneiden und. Also, nee. Stich sie doch an, damit der Sand rausläuft. Also, hört mir bitte einmal kurz zu. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich dieser Adler für den Kampf in der Luft gegen Terrakile oder so etwas eignet. Aber wir könnten eine mobile Landestation in der Luft für die Hexen organisieren. Wenn sie dann mit ihren Hexenbesen absteigen oder so etwas, dann könnten wir so etwas wie eine mobile Station hier aufbauen, die dann über Gareth schwebt. Wir bräuchten dann natürlich noch ein paar Verteidigungsmechanismen und ja, wenn wir dann hier oben Torwale oder sowas stationieren, kann das sicherlich sehr interessant werden. Aber was bringt denn das? Oder einen guten Elfenschützen? Oder einen guten Elfenschützen. Die Elfen können wir natürlich auch noch einbinden. Wir haben eine ganze Menge Elfen in Meilers Grunde und im Badewiker Viertel. Das hört sich doch gut an. Ein Magier zum Schutz, jede Menge Munition für die Hexen, ein paar Elfen. Vielleicht den Teppich, den Iserun organisiert hat. Dann müsste man natürlich noch diesen Ballon über uns schützen, damit dieser nicht angegriffen oder zerrissen wird. Ich dachte, man kann diesen Guardianum auch ausdehnen. Natürlich. Also ich würde sowieso einen Guardianum empfehlen. Und dann vielleicht noch eine Plattform für die Hexen zum Landen außen anbringen. Das bekommen wir sicherlich in 2 Tagen hin, dass wir da eine kleine Holzplattform außen anbringen, wo dann gelandet und gestartet werden kann. Aber ich hätte wirklich gern Zwergeningenieur. Ob die wohl auf sowas fahren? Gibt's kein Wasser, keine Magie? Wo ist Rosake, wenn man ihn braucht? Und das wird auch mit Feuer betrieben, also das müsste denen doch gefallen. Wir müssen dringend mit Abrax reden. Sehr dringend. Dann erklärt er immer noch nicht, wie wir dann auf die Festung kommen. Wo ist der eigentlich gerade? Vielleicht können wir bei ihm landen. Ah, der müsste doch... Da unten ist der Ogerlöffel. Oh, stimmt, ich kann ihn auch sehen.
Ihr könnt von oben in das Arenaviertel einblicken und da dann im Stadion seht ihr da wohl einen kleinen Zwerg, der da alleine am Ogerlöffel steht und den dreht und ausrichtet und verschiedene Geschosse in verschiedenen Größen daneben sich liegen hat. Der Ogerlöffel selbst noch nicht gespannt, aber ja, ihr könnt ihn sehen. Er blickt sich dann auch wohl um. Ihr könnt dann die kleine Hand von ihm erkennen. Das sind natürlich viele, viele Meilen, aber ja, so ein Albrax mit so einem Plattenpanzerhandschuh, wenn der dann in der Sonne glitzert, das könnt ihr erkennen. Immer winkt runter und schreit, Albrax! Kalinor, kannst du uns da landen? Ich denke schon. Komm, drehen wir eine Runde um den Ingrim-Tempel zum Angeben und dann landen wir da. Finde ich gut. Sollten wir vielleicht irgendein Liedchen anstimmen? Gibt es hier sowas bei euch? Sowas Patriotisches? Ach. Das ist ein Seefahrtslied. Habt ihr denn kein Lied, was fürs Mittelreich steht? Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja traurig. Bandarios hat immer Seefahrtslieder gesungen. Also addieren wir auf die Mannschaftsliste ein Baden. Der schießen kann. Ein Baden, der schießen kann. Wollt ihr jetzt nur um anzugeben im Arenaviertel landen? Ist das richtig? Nein, um einen Zwerg abzuholen. Und also, um anzugeben. Beides. Ja, eine Stunde später seid ihr mit euren Pedalen um Gareth herum, einmal am Ingrim-Tempel und dann in Richtung Süden abgebogen. Auch mal bitte wieder eine Fliegenprobe, diesmal erschwert um 3 Punkte, um ohne irgendwas kaputt zu machen, immer ein Stadion zu landen. Kriegst du. Ist die Spezialisierung Steuermann eigentlich? Steuermann würde zählen, ja, aber wie gesagt, wenn du ableitest, dann erstmal eine plus 10 und dann eine plus 3. Hat er immer noch einen Talentwert. Also einen positiven. Nicht so ganz. Chippy sind immer drin. Was kann ich? Die 0 10. Du müsstest die ganze Probe würfeln. 16 und dann hast du nur 3 Punkte rausgeholt. Wenn du Körperkraft nochmal nachwürfelst. Also 4 Punkte, aber hilft Punkte, auch. Aber es hilft auch nicht. Also du müsstest die ganze Probe neu würfeln. Ja, komm, dafür die ganze Probe ein.